Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Er ist der Topscorer der Liga, aber kann er auch heute wieder glänzen? Kann er uns auch heute wieder begeistern? Wir werden es erleben. Live. Gutes Fußballwetter sieht anders aus. Es regnet heute Abend, liebe Zuschauer. Aber wir möchten Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel aus der Eredivisie. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Virgil Misijan. Gut, wie er den Ball abblockt. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Chance zur Führung. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Die Gäste sind mit starken Auftritten zum Team mit den meisten erzielten Toren geworden. Wenn du mit dem besten Sturm in so ein Auswärtsspiel gehst, dann ist natürlich immer die Frage, wie gehst du das an? Setzt du auf die Offensive? Agierst du eher zurückhaltend? Bin sicher, sie werden auch heute wieder die perfekte Mischung gefunden haben. Man kennt das ja von ihnen. Hat jetzt Anspielstation. Könnte die Führung werden. Nee, der geht nicht rein. Ah, klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. De Ligt. Der Ball kommt hoch rein. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ja, kein guter Pass hier. Das wird Einwurf geben. Das war natürlich zu präzise. Weindal. Ja, setzt gut den Körper ein. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten Sie nutzen. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da. Gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Die Gastgeber geben hier aktuell eindeutig den Ton an, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik anschauen. Und ich glaube, bei den Chancen, die sich die Mannschaft ja auch erarbeitet, ist das Führungstor nur noch eine Frage der Zeit. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Tor Nummer 1 in dieser Partie, aber von denen hätte ich es nicht erwartet. Stellt ehrlich gesagt den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Da haben wir nochmal diesen Treffer. Erst kommt der Doppelpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Tor.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nachspielzeit, eine Minute. Ja, energischer Vorstoß. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? 45 Minuten sind vorbei, die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Eindhoven geht mit der Führung in den zweiten Abschnitt. Mal sehen, wie das Team jetzt wieder ins Spiel reinkommt. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Gefährlich jetzt. Er hechtet, er macht sich lang und dann hat er diesen Ball. Jetzt wechseln sie hier aus. Jetzt die Ecke. Torgefahr sieht anders aus, das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene, müssen sie mehr machen. Jetzt in der Anspielstation. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Da ist Platz für den Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Den muss er besser erklären. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. . 2:0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Den Ball holt er, gut verteidigt. Sie haben den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Madueke. Da haben Sie den Platz auf dem Flügel. Sie suchen die Lücke. Da kommt der Pass. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich...
Willkommen bei bestem Fußballwetter hier im Philipsstadion. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Da ist die Chance. Es läuft für Sie. Früh gehen Sie hier in Führung. Toller Pass, gute Aktion, gute Chance. Genau hinschauen jetzt. Die Sprungparade von Cillessen. Das kann der Ausgleich werden. Sie verwandeln den Strafstoß. Er bekommt Hilfe. Der Schuss jetzt. Den Händler. Und damit verhindert er den... Ja, könnte was werden. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Einwurf PSV. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, das haben wir. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt der Schuss! Und so wird das nichts. Den hält er. Fünf Minuten, dann ist die reguläre Spielzeit um. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Knapper Sieg also in der Liga. Sie wissen natürlich, dass das auch anders hätte ausgehen können.
Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Philips-Stadion. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale aus diesem Wettbewerb. PSV Eindhoven gegen FC Utrecht. Wenn es hier nach der Papierform läuft, dann ziehen die Gastgeber ins Finale ein. Das ist klar, sie sind der Favorit. Aber wie es dann am Ende aussieht, da bin ich noch vorsichtig mit der Prognose. Viel mit Auge. Da schickt er den Mitspieler. Parade kommt aber weiter Gefahr. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Das ist die Chance. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Es war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Klasse Pass jetzt. Guter Steilpass. Er hält ihn. Unglaublich. Das war eine tolle Chance. Und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Ecke kommt in den 16er. Ah, den muss er besser klären. Das war eine gute Chance. Aber jetzt Abschluss. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Und dann ist der Ballverlust da. Gefährlich jetzt. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Er spielt den Ball raus. Er fängt diesen Pass ab. Weindal. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Die Chance. Tor. Da ist es. Und damit sind sie jetzt mit 2 Toren vorne. Dieses Halbfinale läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt hatten. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Auch jetzt haben sie Ballbesitz, sie greifen an. Jetzt können sie es machen. Sie gehen hier dem Sieg entgegen. Nächstes Tor, Führung damit auf 3 Tore erhöht. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Was Dost. Da hat der Torwart gar kein Problem. Die Gastgeber führen deutlich kurz vor dem Pausenpfiff in diesem Spiel. Was soll da noch schief gehen? Sie liegen klar vorne, machen hier, was sie wollen.
Aus meiner Sicht eine erste Hälfte vom Allerfeinsten. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Eck in den Strafraum. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Es ist Pause im Philips Stadium. Das war's mit der ersten Hälfte. Mit Spannung warten Sie hier alle auf den Anpfiff. Mit Spannung warten Sie hier alle auf diese interessante Partie. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Philips-Stadion. Also bleiben Sie dran. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Philips-Stadion. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. PSV Eindhoven gegen Feyenoord Rotterdam. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich die Chance hier. Der Schuss jetzt, den hält er super. Der Pass, ein überragendes Tor. Da haben wir diesen Treffer aus der Distanz nochmal. Ich glaube fast, der Keeper hat nicht damit gerechnet, dass er aus der Entfernung einfach mal abzieht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schöner Pass. Guter Steilpass. Da passt der Torhüter auf. Ecke kommt in die Mitte. Ja, da kann er vielleicht klären. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Da bekommt er Unterstützung. Das machen sie gut, baut das Spiel schön auf. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Viel Platz für den Konter jetzt. Klasse Zuspiel. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja.
Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu holen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Sebastian Szymanski. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Jetzt kann er es machen. Der geht genau auf den Torhüter. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Auch jetzt haben sie Ballbesitz, sie greifen an. Die Chance, der geht an die Latte und zurück ins Feld. Gehalten, ganz stark. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Das könnte es sein. Gute Aktion vom Torhüter. Ball wird kurz gespielt. Das gibt hier Abstoß. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Jetzt der entscheidende Pass und dann kann das Tor hier fallen. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt vielleicht. Jetzt schießt er. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Der Ball kommt rein. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang sind die Gastgeber vorne. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wie... Anst-